Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, wir befinden uns nicht bei der Moody's Horror Picture Show, auch wenn man das hier von meinem Anblick so meinen könnte. Ich habe heute absoluten Hausfrauentag. Ich bin am Putzen, am Wäschewaschen, alles was so anfällt. Ich habe heute frei. Und ja, ich wollte jetzt gerade etwas in meinen Schrank legen und da ist mir, es geht schon los, wer nervt? Alles klar. Da ist mir meine komplette Aufgebraucht-Situation, also es ist wirklich eine Situation, die ich hier habe, entgegengefallen, ja? Und ich hatte euch ja eigentlich vor 2 Wochen, glaube ich, also wie wir uns das letzte Mal gesehen haben, schon angekündigt, dass mein nächstes Video ein Aufgebraucht-Video geben wird. Daraus wurde dann aber ein Sensi-Video, da ja mein Sensi-Club reinkam. Und somit hat sich jetzt in den letzten 2 Wochen noch ein bisschen mehr angesammelt, ja? Also, Jetzelines, nehmt euch Urlaub. Ich denke, 3 Wochen sind wir durch, ja? Also, ich mache das heute rucki zucki. Hab mir jetzt auch ganz schnell ein paar, hier, ein bisschen Wimperntusche, ne? Dass das nicht ganz so kacke aussieht. Aber wir sind ja heute hier für die Produkte und nicht für mich, ne? So, meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Wir können heute nicht lange quatschen. Ihr seid da ja immer so ein bisschen, ne, mock, mock, mock. Aber heute müssen wir wirklich reinhauen hier, weil ich habe da, ich habe hier, ich habe da, ich habe überall Müll, ja. Das darf man ja gar keinem erzählen, sonst bekommt man so eine Hab-mich-lieb-Jacke. Man bekommt 3-mal am Tag freies Essen und freie Logis, ne. Wenn man hier irgendjemandem erzählt, ich sammle Müll. Gut, also, es geht los. Davon habe ich mehrere. Ich habe wahrscheinlich von allem multiple, aber gut. Bath & Body Works Handseifen. Da gibt es eine ganz kurze Story. Es geht schon los. Eine kurze Story. Ich habe keine Zeit für Stories. Also, passt auf. Wir haben hier in der Community eine Dame und die ist so ein bisschen obsessed mit Bath & Body Works Produkten, ja, also die sammelt alles, Handseifen, Handlotions, alles, und durch einen großen Zufall bin ich an diese Dame geraten, durch eine Sensi-Kundin von mir, und da ich ja auch so einen leichten Hang habe, ne, was Bath & Body Works angeht, zu normalen Preisen, also es gibt bei Bath & Body Works eigentlich nichts, was ich zu vollem Preis bezahle, ich warte immer auf irgendwelche Sales oder so. Und sie zu viel hat, I can't relate, habe ich ihr ein bisschen was abgekauft und habe somit für die Handseifen $1,50 bezahlt. Ja, ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 volle Seifen hier und wir hatten, glaube ich, 10. Ja, also 10 Stück habe ich ihr abgekauft. Und da hat man nicht mal einen Unterschied gesehen zu vorher, ne? Also ich glaube, die hat über 60 Handseifen, ist also so ein bisschen obsessed. Anyways, Jetzelands, ich habe euch gesagt, ihr müsst euch heute ein bisschen zusammenreißen mit der Quatscherei. Also, einmal aufgebraucht, White Tea and Sage, schöner, sauberer, frischer Salbei-Teeduft. Kann man machen, würde ich auch noch mal holen. Ich liebe, wie gesagt, die Bath & Body Works Handseifen einfach wegen diesem Schaumkopf. Kann man aber auch ganz normal bei Walmart kaufen. Ja, aber wenn man die für $1,50 bekommt, geht es natürlich. So, dann bei kleinen Mäuschen im Bad war Watermelon Lemonade. Da ist noch ein bisschen was drin, aber kommt nicht mehr raus, weil der Pumper jetzt kaputt gegangen ist. Kleinmäuschen war da so ein bisschen aggressiv. War ein sehr, sehr süßer Duft. Ne? So Mädchen. Hat perfekt in das Badezimmer von Lauren gepasst, weil meins war es jetzt nicht, aber kann Mama machen. Hat die Hände schön sauber gemacht
Und bei Bath & Body Works muss man natürlich... Was habe ich denn da unterm Fingernagel hängen? Ich sehe es schon in den Kommentaren. Bist du für eine Drecksau? Ich bin der Putzen, Jetalize. Was habe ich jetzt gesagt? Macht die Hände schön sauber, ja, und pflegt auch, also Bath & Body Works Seifen, da habe ich hinterher nicht das Gefühl, dass meine Hände total trocken sind, dass ich mich eincremen muss. Mache ich zwar zu 99% und der Duft bleibt eben auch noch so ein bisschen auf den Händen. Also Watermelon Lemonade brauche ich jetzt nicht nochmal, für $1,50 geht natürlich. So, dann mein geliebtes Haarspray von Swaif. In der Stärke 4 werde ich mir wieder nachkaufen, liebe ich. Also gerade bei kurzen Haaren, wenn sie gestylt sind, jetzt nicht so wie heute. Ne? Heute Morgen bin ich aufgewacht und haarreif und passt. Ich finde gerade bei kurzen Haaren braucht man immer ein bisschen Haarspray, so dass die Frise halt hält. Ne? Ich bin ja den ganzen Tag unterwegs von morgens 6:30, also aus dem Haus. Zwischen 7:30, 8:00 und komme dann so zwischen 4 und 5 nach Hause, je nachdem wie lange ich arbeite. Habe also auch eine Pulle bei mir in der Handtasche oder im Auto. Einfach, wenn es sehr, sehr windig ist, dass man da nochmal drüber geht. Aber zum großen Teil muss ich wirklich sagen, dass ich dieses Haarspray sehr, sehr, sehr gut finde. Ist tierversuchsfrei, die Marke, ist sehr günstig, kann man im Walmart kaufen. Und das Einzige, was mir hier nicht so gut gefällt, ist, dass es auch im Badezimmer auf der Armatur so einen richtigen Film hinterlässt. Also da muss man immer gleich abwischen, weil ansonsten ist es so klebrig und bappig. Aber dafür hält es halt eben auch auf dem Kopf. Ne? Ist schon wieder nachgekauft, werde ich mir auch wieder nachkaufen. So, nochmal eine Handseife, Bath & Body Works Beautiful Day. Liebe ich, das ist wirklich ein schöner, floraler, leicht süßer, frischer Duft. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, würde ich also nochmal kaufen. Da hinten stehen sogar die Ingredients. Wild Daisies, Pink Peonies and Sun-Kissed Apples. Ja gut, also ich habe ja so einen leichten Fimmel für Apfel. Ja, jetzt nicht zum Essen. Wird mir wahrscheinlich nichts schaden. Aber alles, was nach Apfel riecht, finde ich super. Würde ich mir also nochmal holen. So, dann geht es weiter mit Wet n Wild, meinem Setting Spray. 3-in-1, vorbereiten, fixieren und refreshen. Das war jetzt Kokos, oder? Bist du? Ja, wenn man es richtig rumhält, dann sieht man es auch. Coconut, finde ich super. Habe ich auch schon wieder nachgekauft, würde mich nicht wundern, wenn noch eins leer gegangen ist. Genau so sieht es nämlich aus. Walmart kostet $4, ist ein sehr, sehr feiner Sprühnebel, wenn noch was drin ist, wenn was rauskommt. Und ich mag dieses Setting Spray wirklich sehr, sehr gern zum Setten von meinem Make-up, einfach weil ich finde, dass es dadurch feiner und ebenmäßiger aussieht und auch zur Erfrischung. Ja, so zwischendurch. Gerade wie wir hier über 40 Grad hatten, monatelang, hatte ich so ein Teil auch immer in meiner Handtasche und dann zwischendurch immer mal ein bisschen zur Refreshung. Und ja, kaufe ich mir auf jeden Fall wieder nach. Wie gesagt, das Neue steht schon hier, auch da ist nicht mehr viel drin. Finde ich spitze. So, Oldie but Goodie, das war jetzt meine letzte Flasche von meinem über alles geliebten Rosenwasser. Werde ich mir auf Amazon, werde ich mir das wieder kaufen. Ich liebe dieses Rosenwasser, also man schminkt sich ja abends ab und wäscht sich das Gesicht, so dass man jetzt am nächsten Morgen nicht wieder die ganze Prozedur hat, ja, mit Make-up-Entferner und. Also meine Morgenwäsche halte ich wirklich sehr, sehr simpel. Damit fahre ich einfach am besten. Also ich habe momentan auch sehr gute Haut. Und dieses Rosenwasser ist einfach etwas, das habe ich gerne morgens nach dem Gesicht waschen, einfach mit Wasser. Da mache ich dann auch keine Seife oder irgendwas. Einfach nach dem Gesicht waschen und abtrocknen, habe ich mir das Rosenwasser immer auf ein großes Wattepad und bin dann nochmal drüber zur Erfrischung, nochmal ein bisschen zur Reinigung. Und habe dann wirklich das Gefühl, dass meine Haut rosiger aussieht, ja. Ich mag diesen Duft. Ich weiß noch am Anfang,
Ich kam mit diesem Duft überhaupt nicht klar. Mittlerweile riecht es für mich einfach nach Honig und Rosen. Und es hat einfach was sehr Pflegendes für mich. Ich liebe dieses Rosenwasser. Bei euch kostet es, glaube ich, ich weiß es gar nicht, 6, 7, 8 Euro. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Bei uns auf Amazon kostet es, ich glaube, fast 20 Dollar. Ist es mir aber auf jeden Fall wert. Man braucht da auch nicht viel von. Ist eine große Empfehlung von mir. Auch nach Gesichtsmasken, wenn ich mir meine Maske abnehme, ja, und das Gesicht gewaschen habe, einfach nochmal mit ein bisschen Rosenwasser drüber. Finde ich ganz, ganz toll. So, was haben wir hier noch? Genau, dann Oldie but Goodie. Weiter geht die wilde Fahrt mit dem Balea Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes Make-up. Pflegt die Wimpern ölhaltig. Seit Jahren ein großer Favorit auf meinem Kanal. Ich möchte nichts anderes. Ich finde hier auch in Amerika nichts, was ansatzweise in diese Richtung geht. Ist also so ein Zwei-Phasen-Produkt, ja, schüttelt ihr, macht ihr dann auf euer Wattepad oder auf euer Mikrofasertuch, legt ihr auf die Augen, lasst es kurz anwirken und dann abwischen. Und ich habe da wirklich kein Brennen in den Augen, auch wenn es ein ölhaltiges Produkt ist. Ich habe keinen Ölschleier, keinen Film auf meinen Augen, so dass ich hier 15 Minuten blind durchs Haus laufe. Nimmt bei mir wirklich alles an Mascara runter und ich habe ja mehrere Schichten normalerweise. Finde ich weiterhin ein top, top, top Produkt. Und wenn Mama demnächst dann irgendwann kommt, werde ich ihr dann auch eine Liste schreiben mit Sachen, die ich brauche, die ich gerne hätte. Und da ist der Augen-Make-up-Entferner wieder mit dabei. Auch wenn ich glaube, ich habe noch drei Backups. Aber das ist für mich so ein Produkt, wenn es da an eine Flasche geht oder zwei, da werde ich unruhig. Ja, weil wie gesagt, ich habe hier in Amerika nichts, was annähernd in diese Richtung geht. Habe schon einige Produkte ausprobiert, aber erstens ist es kacke teuer und es macht einfach nicht das, was ich von einem Make-up-Entferner erwarte. Also, Balea Make-up-Entferner, guckt euch den mal an. Ganz, ganz tolles Produkt. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier einen Pinselreiniger von Ebelin. Wie lange ich dieses Teil bei mir in der Sammlung hatte, weiß ich gar nicht. Minimum 3 Jahre. Also habe ich mir eine Flasche gekauft, wie ich das letzte Mal in Deutschland war. Und das ist ja jetzt wirklich schon 1 bis 9 Tage her. Ist ein tolles Produkt. Ersetzt jetzt natürlich nicht das Pinselwaschen. Ja? Also wenn man jetzt einen Pinsel hat, so wie hier, perfekt. Ja, so ein bisschen blau und man hat jetzt nicht so eine Pinselauswahl wie ein Make-up-Junkie, wenn man einfach nur 2, 3 Pinsel zu Hause hat. Was übrigens vollkommen reicht, nur mal so nebenbei. Und man hat jetzt ein Blau und möchte dann aber mit einem Gelb oder so hinterher, dann macht man einfach mit diesem Spray so ein bisschen auf ein Handtuch oder auf ein Wattepad, ja, und kann damit dann die Pinsel sauber machen, so dass man in einen neuen Lidschatten rein kann, ohne dass man sich blau überall auf dem Lid verteilt, ja, also Pinselreiniger von Ebelin fand ich ganz, ganz klasse, würde ich mir auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. So, dann einer von vielen, ich gucke mal. Ja, das sind jetzt mal so die 2 Sunscreens, die wir dieses Jahr verwendet haben. Natürlich viel, 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 viel mehr. Aber das sind jetzt die 2 Marken, ja. Equate, das ist die Eigenmarke von Walmart. Und immer mit Lichtschutzfaktor 50. Also Lauren und ich, wir waren ja jedes Wochenende hier bei uns am Pool. Und da ist natürlich Sunscreen, it's a giving, ja. Also ohne geht gar nicht. Ich bin jemand, wie soll ich das sagen? Also ich verbrenne jetzt nicht schnell, ich bekomme nicht schnell einen Sonnenbrand, so dass es richtig wehtut, aber ich werde rot, ja? Und Sonnenbrand ist nichts, was man braucht. Sonnenschutz ist etwas, damit gehen wir einfach, oder ohne gehen wir einfach nicht mehr aus dem Haus mit. Und deswegen einmal Alba Botanica, auch das war, glaube ich, von Walmart. Das hat, glaube ich, so 5, 6 Dollar gekostet und das hier 3, 4 Dollar. Und ja, wir haben auch Cremes. Also ich habe ganz oft, bevor wir gegangen sind, habe ich uns eingecremt.
habe dann ein paar Minuten gewartet und dann sind wir an den Pool. Und das war dann einfach, wenn wir am Pool waren, um das Ganze nochmal aufzufrischen, weil wir waren manchmal wirklich den ganzen Tag am Wasser, sind dann kurz nach Hause, haben was gegessen oder sind mal auf die Pipi-Box oder so. Aber das ist einfach für das schnelle Zwischendurch. Und ich finde gerade bei Kindern, ja, zack, 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 gesprüht, eingerieben und dann ist Tutti. Also das sind zwei Sunscreens, die kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr irgendwann mal in die Staaten reist. Ah, da kommt die Post. Ich warte auf ein Paket. Gute Sunscreens. Aber wie gesagt, nur eine von vielen oder zwei von vielen. Wir haben mit Sicherheit 10 Flaschen leer gemacht. So, dann Balea feuchtigkeitsspendendes Gesichtswasser mit Hydrokomplex, normale und Mischhaut. Wer mich und meine Videos kennt, der weiß, ich schwöre auf das Waschgel. Ich liebe das Waschgel. Ich möchte nie mehr etwas anderes. Das Gesichtswasser gefällt mir nicht. Nein. Also ich habe das Gefühl, dass meine Haut hinterher spannt und trocken ist. Und am Mundbereich, also man geht sich jetzt natürlich nicht über die Lippen, das ist klar, aber hier so in diesem Bereich hat es bei mir öfters gebrannt, nachdem ich dieses Produkt verwendet habe. Am Anfang ging es noch, aber umso mehr, umso öfter ich es verwendet habe, umso schlimmer wurde das auch und habe dann auch richtig trockene Stellen im Gesicht bekommen, so richtig schuppig. Ist also kein Produkt, was ich empfehle. Sehr, sehr schade. Ich habe gehofft, dass ich diese komplette Reihe, also Waschgel, Gesichtswasser, Peeling, ne, dass ich das alles miteinander vertrage, ist leider nicht der Fall. Aber ich habe ja, wie gesagt, mein Rosenwasser, das ist okay. Ist für mich kein Nachkaufprodukt. Ich meine aber, dass ich noch ein oder zwei Flaschen hier habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, genau, das sind wir dann nämlich schon bei dem guten Stück. Das ist das Gesichts... das Waschgel. Das Waschgel. Mild schäumend mit Hydrokomplex, normale und Mischhaut. 10% Aloe Vera. Also wie gesagt, das ist eine Reihe. Ja? Auf dieses Produkt schwöre ich. Da trocknet bei mir nichts aus. Es macht wirklich mein Gesicht super sauber. Ich habe eins am Waschbecken stehen, ich habe eins in der Dusche und das ist das Einzige, womit ich mein Gesicht sauber mache. Und ich habe auch keine Panteraugen. Ja, also wenn ich da aus der Dusche rauskomme oder nach dem Gesicht waschen, da ist wirklich alles weg. Wenn ich da mit meinem Mikrofasertuch über mein Gesicht drüber gegangen bin, ist alles weg. Da brennt nichts, da ist nichts rot. Ich habe keine Hautunreinheiten, Jucken oder irgendetwas. Also das Produkt liebe ich. Ich mag den Duft. Es ist ein schöner, sauber, aquatischer, frischer Duft. Ist nicht aufdringlich, bleibt auch nicht lange auf der Haut. Also keine Sorge für die, die Parfum oder Duftstoffe auf dem Gesicht nicht mögen. Es bleibt nicht lange auf der Haut. Und große, große Empfehlung weiterhin von mir. Finde ich spitze. So, da haben wir nochmal ein Haarspray. Ja, ich habe es euch gesagt. Gewisse Dinge werdet ihr mehrere Male sehen. Ah, dann hier die Riesenpulle. Habt ihr wahrscheinlich auch schon ein, zwei Mal bei mir im Video gesehen. Von Onyx Professional ist das ein Nagellack-Trocknungsspray, was ich fantastisch finde. Ja, Island Coconut Scent. Also der Duft ist erstens grandios. Es könnte auch ein Duft von Bath & Body Works sein. Es riecht wirklich nach parfümiger Kokosnuss, aber jetzt mal von dem Duft weg. Es ist sehr easy going, wenn ihr euch die Fingernägel lackiert habt, einfach mit dem Spray hinterher. Natürlich nicht sofort die Schuhe binden oder eure Wände anmalen oder einen Kuchen backen, sondern trotzdem noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber dieses Spray sorgt wirklich dafür, dass der Nagellack viel, viel, viel schneller trocknet. Und gerade mit kleinen Mäuschen, die ja jeden Sonntag Maniküre, Pediküre bekommt. Ja, die ist eine kleine Lady. Und bei kleinen Kindern ist es dann natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, wobei sie weiß, also Fingernägel, Fußnägel, der Nagellack ist drauf, zack, sitzen bleiben. Es wird nichts angelangt. ja, also ist ein tolles Produkt, habe ich jetzt auch schon wieder nachgekauft. Dieses Mal die kleine Flasche, die große Flasche hat es nicht gegeben. Ist ein Favorit, ja.
So. Upsi. Trinken wir mal was? Von Rituals, Rituals of Karma, Cleanse Your Mind and Body Scrub, muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen. Ne? Also, wer mich kennt, der weiß, ich liebe Rituals of Karma. Wie kann etwas so schön riechen? Also, es gibt, glaube ich, wenige Düfte, von denen ich nicht müde werde. Und Rituals of Karma gehört einfach dazu. Ich liebe Rituals-Produkte. Das ist für mich ein absolutes Duscherlebnis, ein Wohlfühl-Gefühl auf der Haut. Also die Bodylotion, das ist schon eine andere Hausnummer, ja, wie jetzt Walmart. Also da fühlt sich die Haut einfach geschmeidig und glatt und so. Ich liebe es einfach. Und dann geht's mit dem Scrub weiter. Das ist nichts, wo man meinen könnte, oh, da ist bei der Produktion von irgendjemand so ein Fake-Fingernagel abgefallen. Da sind so 2-3 Krümelchen drin. Nein, ein Peeling muss bei mir die erste Hornhaut wegschrubbeln. Ja, so, dass ich das Gefühl habe, oh, okay, die Haut, die ist jetzt wie neu. Das ist wie poliert. Solche Peelings mag ich. Ich weiß, viele mögen das nicht. Die mögen diese milden Peelings. Dann seid ihr hier nicht an der richtigen Adresse. Also das ist ja auch ein Sugar-Öl-Peeling. Für alle, die sich da aufregen, das ist aber so klipschig und so ölig. Es ist Öl, Jetzeloids. Ja, also und viel Zucker. Also das ist so eine richtige Paste. Und wenn ihr da über die Haut geht und seid da empfindlich, dann ist es nichts für euch. Aber für alle die, die sich so ein bisschen, ne, die so ein bisschen Uff dahinter brauchen, guckt euch Rituals-Produkte an, guckt euch die Bodylotion an, die Peelinge. Die Düfte von Rituals sind einfach nur der Wahnsinn. Rituals of Karma ist ein sauberer, grüner, seifiger, leicht pudriger Duft, ja. Das ist für mich auch so ein Unisex-Duft. Also wenn ein Mann vor mir steht, der so riecht. Ja, ja gut, ich hatte ja seit 3 Monaten keinen Mann vor mir stehen, also anderes Thema. Hier, Body Scrub, Rituals, ganz großes Kino. Weiterhin große Liebe von mir. Guckt euch Rituals an. Jetzt kommt ja hier demnächst Weihnachten und so. Und dann gibt es ja auch diese ganzen Geschenksets. Ne? Und da könnt ihr richtig Geld sparen. Da haben sie nämlich ganz, ganz tolle Angebote. Rituals. So, dann, oh mein Gott, wie lange war dieses Ding bei mir in der Dusche gestanden? Von Tresemme war das Clean and Replenish. Das war also so ein tiefen Reinigungsshampoo, ja, in der Elefantengröße natürlich, 828 Milliliter. Ich habe 5 Federn auf dem Kopf, da braucht man nicht viel von. Habe ich jetzt mit Sicherheit 1,5 Jahre, wenn nicht sogar noch länger. Wenn nicht sogar noch länger bei mir zu Hause gehabt, ja. Weil das ist natürlich kein Shampoo, was ich ständig verwende, aber so alle 7-8 Tage. Oder vor dem Haarefärben, nach dem Haarefärben natürlich nicht, ja, weil sonst zieht ihr euch die Haarfarbe wieder raus, habe ich zumindest das Gefühl. Es war aber ein Shampoo. Okay. Da war ein Plöppel die oben, den musste ich erst wegdrücken. Der Duft war okay, also es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen, was es mit meinen Haaren gemacht hat. Nach 2-mal Haare waschen. Wenn ich mir damit 1-mal die Haare gewaschen habe, war gar nichts. Wenn ich mir 2-mal damit die Haare gewaschen habe und man braucht da wirklich nur so viel, weil das schäumt wie Pulle. Nach dem 2. Mal habe ich wirklich gemerkt, wie quietschig sauber meine Haare waren. Und nach dem Haare trocknen haben die sich auch ganz anders angefühlt. Ja, ist wirklich so. Ob das Kopfsache ist, weiß ich nicht. Aber ich für mich hatte das Gefühl, wenn ich 1-mal damit die Haare gewaschen habe, hätte ich es auch lassen können.
wenn ich zweimal damit die Haare gewaschen habe, dann hatte man wirklich dieses quietsche, saubere Gefühl und die Haare haben sich einfach wieder anders angefühlt. Ich würde es mir gerne nochmal nachkaufen, weil momentan habe ich gar kein Tiefenreinigungsshampoo hier. Aber einfach diese Zeltgröße, ja, da kann ich ja hier, unsere komplette Community kann sich da einmal mit die Haare waschen und ich habe immer noch halbe Pulle. Ich würde mir wünschen, dass es dieses Shampoo irgendwie in Reisegröße gibt oder ich weiß es nicht. Also ein Tiefenreinigungsshampoo finde ich zwischendurch echt gut. Sollte ich keine kleine Pulle finden, werde ich mir wahrscheinlich nochmal die große holen, einfach weil ich es gut finde, so. Boah, Leute, jetzt habe ich schon gedacht, ich habe das Knöpfchen nicht gedrückt. Das wäre ja jetzt der Knaller gewesen. 25 Minuten dabei und hier mit der Softbox gesprochen. So, womit machen wir weiter? Da haben wir eine Kappe. Dann habe ich eine neue Firma für mich entdeckt mit Peelingen. Peelingen, Peelings, Scrubs. Gibt es beim Walmart und zwar heißt die Marke Tree Hut und von denen gibt es ganz, ganz viele verschiedene Peelingssorten, also in verschiedenen Geruchsrichtungen. Und hier hatte ich jetzt, passend für den Sommer, Tropical Mango mit 510 Gramm. Oh, ja, und das ist einfach ein Fruchtpunsch, ja. Könnte man auch trinken. Oh, so ein schöner, angenehmer Duft. Mm, da hängt noch was an der Seite. Lecker. Und das hier ist ein Peeling, so wie ich es möchte. Ja, da wird die Haut runtergeschrubbt und poliert. Man hat hinterher einfach das Gefühl, in einem neuen Körper zu leben. Da die alten Hautschüppchen sind weg. Wenn man richtig Power reinlegt, richtig Arbeit, könnte man von der ein oder anderen Zellulite auch ein bisschen, ja, so, das wird alles weggeschrubbt. So ein kräftiges Zuckerpeeling ist es, auch wieder hier mit Öl, ja. Und ich liebe einfach diese Öl-Zucker-Kombi, weil durch diesen groben Zucker wird, wie gesagt, alles abgehobelt, was weg muss. Und durch das Öl habt ihr so einen Ölfilm auf der Haut, was gleichzeitig schon so ein bisschen für Moisturizing sorgt, ja, Feuchtigkeit. Also für die sich dann hinterher nicht eincremen. Ich bin ja jemand, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man sich duscht und nicht eincremt. Aber die Leute verstehen wahrscheinlich auch nicht, warum man sich duscht und hinterher eincremen muss. Also, ne? Jedem sein Ding, don't judge, everything is okay, aber das war ein Produkt, wenn ihr in die Nicht-Eincreme-Kategorie gehört, braucht ihr auch nicht, weil ihr einfach diesen Ölfilm auf der Haut habt. Ich finde es super. Ich habe jetzt die, was habe ich denn jetzt hier, irgendwas mit Blue Sugar, glaube ich. Finde ich auch klasse. Finde ich toll. Ich möchte ja unbedingt Vanilla, was war das? Warm Vanilla und Pina Colada. Aber die Dinger sind immer ausverkauft. Kosten 6 Dollar. Finde ich super Preis für diese große Pulle. Also das ist ja jetzt nichts, was man innerhalb von 2 Tagen leer macht. Ich peele so alle, ja, so zwischen 7 und 10 Tagen. Ja, also ich bin niemand, der sich da ständig peelt. Aber so alle 7 bis 10 Tage kann man da ruhig mal drüber gehen und dann bin ich auch nicht sparsam mit dem Zeug. Ne? Das geht von oben bis unten. Gut, gewisse Bereiche lässt man natürlich aus. Großer Fußzeh und so. Ne? Aber ist super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt machen wir mal hier die Griffel sauber. Dann, was haben wir? Natürlich, mein über alles geliebtes Duschgel. Dreimal. Bin ich wahrscheinlich sogar noch eins. Meine Feminine Wash. Ihr wisst es, ich hatte eine kleine Situation, eine Cookie Situation. Ich habe Bath & Body Works Aroma Therapy irgendwie in mein Badewasser geworfen. Ich nehme ein Bad in 10 Jahren. Ein Bad
und habe mir gedacht, komm, bist du nicht sparsam, knallst die Pulle rein, hast ja genug Duschgel zu Hause. Ja, Bath & Body Works Aromatherapy oder generell Bath & Body Works hat halt sehr, sehr viele Parfümstoffe, ja. Und wenn ihr euch dann in ein Badewasser legt, da ist ja die Cookie Area mit dabei, also die lasst ihr ja nicht draußen. Und da, das war dann einfach zu viel für meine Situation und da habe ich dann so eine kleine Juckbrennarie bekommen, ne? Man hat so ein bisschen ausgesehen wie ein... Hi Max! Umpa Lumpa auf Steroide. Schön immer am Kratzen, was ja ganz geil ist in der Öffentlichkeit, ne? Für die, die jetzt sagen, ja, das ist aber too much information, it is what it is. Ja, wenn es euch nicht passt, abschalten, Cookie Area, das gehört dazu. Weil ich muss ja jetzt dann darauf kommen. Also, auf jeden Fall hatte ich einen Pilz, ja? So, wenn man älter wird, ist anscheinend die Schleimhaut oder pH-Wert auch nicht mehr das, wie es mal vor 10 Jahren war. Weil vor 10 Jahren hat das meine Cookie Area überhaupt nicht interessiert, mit was die sauber gemacht wird. Hauptsache sauber. So, und daraufhin habe ich mich jetzt dazu entschlossen, um jetzt mal hier auf den Punkt zu kommen, Feminine Wash, ja, 3-mal von Equate, in der Geruchsrichtung ist alles das Gleiche, ne? Ja, Orchid Splash. So, und das ist mein Duschgel mittlerweile für meinen kompletten Körper. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mir ja auch ständig neue Piercings setzen lasse oder hier auch neue Tattoos und so. Und da soll man ja mit sehr sensitive Duschgels drangehen, ja, weil ansonsten das entzündet sich vielleicht oder wie auch immer. Also bin ich mittlerweile an einem Punkt, dass ich sage, Cookie-Duschgel ist perfekt für meinen ganzen Körper. Es macht mich sauber. Es riecht fantastisch, wirklich fantastisch. Es riecht wie Keras. Und Keras war ein Duschgel, was ich sehr, sehr lange sehr, sehr gerne verwendet habe, wegen dem Duft. Und genau so riecht es, aber ich habe kein Jucken, kein Brennen, ich stinke nicht. Gewisse Bereiche, ja, die gepierst sind oder wie auch immer, da entzündet sich nichts. Wunderbar. Also weiterhin habe ich auch schon wieder nachgekauft. Ich habe, glaube ich, 3 Backups oder so hier, weil die sehr, sehr oft ausverkauft sind. Ja, also auch die anderen Frauen hier in North Carolina sind auf dem Trichter und... Es gibt 4 verschiedene Geruchssorten, aber die Orchid Splash ist immer ausverkauft. Und wenn ich dann im Walmart bin und sehe, oh, das sind ein paar vorrätig, nehme ich mir immer gleich ein paar mit. So, was ich auch dazu sagen muss, weil mir irgendjemand mal geschrieben hat, ja, das ist aber nicht gut für den kompletten Körper. Bei mir funktioniert's, ja. Also, was soll da jetzt nicht gut dran sein? Mir wächst dadurch jetzt nicht einen dritten Arm oder ich creme mich ja hinterher sowieso ein. Und es macht sauber. Also, für mich funktioniert's. So, dann von Method Antibacterial, der Bathroom Cleaner in der Geruchsrichtung Spearmint. Riecht original wie ein Minzkaugummi. Ich mag die Produkte von Method sehr, sehr gerne. Ihr wisst es. Habe ich mir auch, glaube ich, schon wieder nachgekauft, bin nicht in einer grünen Flasche. Also ich habe einen Badereiniger zu Hause, definitiv, von Method. Was mir an diesem Produkt mittlerweile nicht mehr ganz so gut gefällt, ist, dass wenn ich Wasserflecken, ich habe ja eine Glasdusche, wenn ich Wasserflecken habe, da geht es nicht, das geht nicht ganz so gut weg damit. Also Seifenreste und so Sachen, ne, und auch meine Wände, also ich habe ja so Plastikwände, so die Ami-Kacke halt hier. Das macht es alles super sauber, auch mit meinem Meister Proper Magic Eraser ist das alles fantastisch. Aber für die Glastüren mag ich das nicht so, ja. Ich habe es, wie gesagt, wieder nachgekauft, also ich mag den Duft sehr gerne. Es macht sauber, es ist tierversuchsfrei, kann man machen, ist ein guter Preis, ist auch sehr, nicht langlebig. Ist es langlebig? Also man braucht nicht viel, ja? A little bit goes a long way, ihr wisst schon. Ja.
Ah, und weil hier hinten steht nämlich drauf, Badezimmer, Oberflächen, Sinks, also Armaturen, Tubs, Badewannen und so, das ist also nichts für euer Spiegel, ja? Also alles, was ihr gerne glänzend haben möchtet, da knallt ihr das natürlich nicht drauf, weil sonst habt ihr Streifen und das sieht kacke aus. Also ich mag ja keine Streifen. Streifen und Wasserflecken. Oh, da fängt die Rosette an zu glühen bei mir. Aber das ist nur meine Meinung. So, dann haben wir ein paar Kosmetikprodukte. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe von Wet n Wild, nee, das habe ich nicht aufgebraucht, weil das ist scheiße. Max Volume Waterproof Mascara. Also das ist ein Schrott. Das ist ein Schrott. Ich war im Walmart und habe mir gedacht, komm Sandra, jetzt hast du dir so lange keine dekorative Kosmetik gekauft. Probierst du mal ein paar neue Mascaren aus. Und ich habe mir zwei Stück geholt. Wo ist denn die andere? Da ist doch noch irgendwo eine. Ja, seht da? Zweimal Wet n Wild Mascara, weil Wet n Wild Mascara in Amerika so gehypt wird. Und ich muss mir anscheinend genau die zwei von den 12, die es gibt, genau die zwei rausgesucht haben, die einfach nur absolut kacke sind. Die verkleben die Wimpern oder machen gar nichts. Also die hat gar nichts gemacht und die hat meine Wimpern einfach nur scheiße aussehen lassen. Das war die Wet n Wild Mega Protein Mascara. Nee, also guckt euch das an. Guckt euch das an. Kommt weg. Und dann, wie gesagt, hier die Wet n Wild Max Volume Mascara. Das war auch ein Rotz, sag ich euch. Mit einem Gummibürstchen brauche ich nicht nochmal. Ich möchte mir unbedingt die gelbe von Wet n Wild besorgen, weil da sagen ganz, ganz viele, wie toll die ist. Und die hätte ich mir an dem Tag auch gekauft, aber die war ausverkauft. So. Von L'Oreal habe ich noch eine Mascara in meinem Backup-Schrank gefunden. Und zwar ist das die Unlimited Mascara. Muss ich sagen, fand ich sehr, sehr gut. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hat ganz, ganz tolle Wimpern gemacht. Hat schön getrennt, schön Volumen, schön Länge. Was mir hier nicht so gefällt, ist dieses abknickbare Bürstchen. Aber umso länger man damit arbeitet, umso besser kommt man damit auch zurecht. Würde ich mir nochmal nachkaufen, ist aber L'Oreal. L'Oreal ist nicht tierversuchsfrei, also nein. Und ich finde auch, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, also für die, die weiterhin L'Oreal kaufen, absolut in Ordnung, das ist ganz alleine eure Sache, ja. Aber habt ihr das Gefühl, dass L'Oreal immer teurer wird? Also bei uns hier in Amerika auf jeden Fall. So. Dann habe ich von Revlon Brow Fantasy habe ich einen Kajal aufgebraucht, aber nicht im altmodischen Sinne. Könnt ihr sehen? Da hinten ist noch Augenbrauengel. Das ist aber Schrott. Erstens ist die Bürste viel zu lang. Ja, also ich habe ja nur drei Härchen. Das hier ist jetzt original. Ja, da ist jetzt heute nichts drauf geballert. Aber hallo, da hänge ich ja oben am Haaransatz. Zweitens ist es nicht meine Farbe. So, ich hatte unten bei mir auf dem Holzboden, wir haben keinen Holzboden, das ist so Imitatkacke, hatte ich Kratzer, ja? Und dann habe ich mir von Dollar Tree, von Walmart, habe ich mir so ein Reparaturset gekauft mit drei Stiften für den Boden. Das braucht keine Sau. Ja, also das Ding hat, glaube ich, 9 Dollar gekostet mit drei von diesen Stiften. Erstens, die Farben haben überhaupt nicht gepasst. Und dann haben die Stifte auch überhaupt keine Farbe abgegeben, sodass die Kratzer also weiterhin zu sehen waren. Und dann habe ich mir gedacht, oh, gehst du mal hoch in deine Schatzkiste, guckst du mal, ob du da einen Kajal drin hast, den du vielleicht nicht mehr brauchst. Und natürlich habe ich etwas gefunden, wie gesagt, von Revlon. Das war die Farbe Dark Brown. Ja, und das war die perfekte Farbe für meinen Boden, um da mit dem Kajal drüber zu gehen, ja, das alles auszumalen und dann mit einem Tuch hinterher. Kratzer sind weg, sieht aus wie neu, ja. Habe ich einige Male gemacht, da war noch Schatzi hier. Sogar Schatzi hat gesagt, das ist ja der Wahnsinn,
So, also solltet ihr Kratzer im Boden haben, jetzt natürlich nicht in der Fliese. In der Fliese funktioniert es bestimmt nicht. Aber wenn ihr so möchte gern Holzfußboden habt, wie hier in Amerika ja oft gelegt wird, und ihr habt Kratzer, holt euch mal einen Kajal raus, den ihr nicht mehr verwendet. Funktioniert fantastisch. So, ein Produkt, das nicht aufgebraucht ist, aber nein, Hair Fucking No, ist ein Gesichts-Cleanser, also ein Waschgel von, weiß ich gar nicht, wo ich das gekauft habe. Auf jeden Fall mit Wassermelone und süßer Minze. Ja, das seht ihr nämlich. Ich habe ein Gesichtsgel, Waschgel habe ich gebraucht, da ich nicht mehr viel von meinem Balea hier hatte. Und dann hatte mir Mama welche geschickt. So, jetzt brauchte ich ja aber eins und habe gedacht, ach komm, probierst du das mal aus. Riecht nach Wassermelone. Der Duft ist akzeptabel. Also ich bin jetzt kein Wassermelone-Freund. Ich liebe es zu essen, aber der Duft ist einfach nicht meins. Auch in Wachs oder so. Das ist nicht so mein Ding. Ja, ja, und leicht süßlich. Ne? Leicht süßlich, fruchtig. Von der Minze kommt jetzt nichts durch, aber der Geruch ist mir auch egal. Es hätte mein Gesicht sauber machen sollen. Und das hat gar nichts getan. Gar nichts. Und dann hat mein Gesicht war so trocken, dass ich das Gefühl hatte, da steht jemand hinter mir und zieht die Ohren zurück. So hat mein Gesicht gespannt. Ich habe meine Feuchtigkeitscreme aufgetragen und das Spannen war aber immer noch da. Also, nee. Nee, braucht keine Sau. Wo habe ich das denn her? Ich weiß es nicht. Bolero. Keine Ahnung. Habe ich wahrscheinlich 3-4 Dollar für bezahlt, wenn ich sogar noch mehr. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall Schrott. Wird jetzt weggeschmissen. Braucht keine Sau. So, dann, oh Menschenskinder, mein Mundwasser. Wortkotze und Wortfindungsstörungen sind heute wieder am Start. Tom's of Maine Alcohol Free Natural Wicked Fresh. Ja, das ist eine Marke, die gibt es bei Walmart. Die ist tierversuchsfrei und da ist mein Mann drauf gestoßen, wie er noch hier war. Und es ist ein sehr, sehr angenehmes, Mundwasser. Ja, also das ist jetzt nicht in die Listerin gehende Richtung, ja, so dass es euch im Körper alles zusammenzieht und ihr habt das Gefühl, ihr werdet wieder zur Jungfrau. Nee, das ist einfach nur zur Erfrischung, ja, und man hat halt hinterher einen sehr, sehr leckeren, frischen Spearmint-Geschmack im Mund. Also ich mag dieses Mundwasser sehr, sehr gerne. Das sind 473 Milliliter enthalten, ist in der Geschmacksrichtung Cool Mountain Mint und ist auch schon wieder nachgekauft. Mundwasser ist jetzt nichts, was ich jeden Tag verwende, aber so zweimal in der Woche oder wenn man vielleicht auch gewisse Sachen gegessen hat, ja, wie viel Zwiebeln oder Knoblauch oder so, dann tut man sich selbst und der Umwelt ganz gerne mal den Gefallen und geht nochmal mit so ein bisschen Mundwasser hinterher, dass man den Menschen auch ein bisschen näher kommen kann, ne? So. Wobei, wir leben ja in Rona-Tona-Zeiten, da sollen wir alle Abstand halten. Aber wenn man so ein... Ihr wisst schon, ne? Also Mundwasser hin und wieder sehr, sehr gerne. Das ist jetzt bei mir also nichts, was täglich in Gebrauch ist oder was bei mir ständig leer geht. Ich glaube, die Flasche, die hatte ich jetzt 3 Monate hier oder so. Ja. Ist aber schon wieder nachgekauft. Dann mein über alles geliebtes Deo. Mir kommt nichts mehr anderes unter den Arm. Suave Powder Anti-Staining. Das ist das Deo. Es riecht einfach nach Babypuder. Es riecht sauber, pudrig, frisch. Mit diesem Deo
Ich schwitze nicht wie so ein Iltis, ich habe keine Riesenflecken. Wobei ich dazu sagen muss, also ich bin niemand, der extrem schwitzt. Ja, auch wenn ich mich viel bewege. Aber es gibt einfach so ein paar Deos, da habe ich das Gefühl, die schützen mich nicht. Und bei Suave, ich liebe einfach den Duft. Auch nach dem Rasieren, ja, da brennt bei mir nichts. Da ganz, ganz große Liebe. Es gibt von Dove, gibt es auch eins, auch mit dieser Creme-Formulation. Auch in Powder, riecht auch gut, aber ist nochmal anders, ja. Und da, ich mag das von Suave einfach besser. Das riecht so schön. Es riecht einfach nach Baby. Nach frisch gewaschenem, frisch gewickelten Baby. Ist auch schon wieder nachgekauft, kostet $1,50 bei uns. Ganz toll. So, dann habe ich von M. Assam Aqua Intense eine getönte Hyaluroncreme aufgebraucht. Die fand ich spitze. Die fand ich so, 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 so klasse. Die habe ich in der Sommerzeit, habe ich die sehr, sehr gerne verwendet. Also ich bin ja eigentlich komplett weg von Foundations. Ich mag dieses super deckende, mag ich nicht. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Ja, so ein paar Fältchen kommen dann durch. Ich habe das Gefühl, mit so einer dicken Foundation wird das alles nochmal extra hervorgehoben. Ich mag so, wie soll ich denn das sagen, so dickes Make-up mag ich einfach nicht. Also ich bin ein Freund von BB-Creams, CC-Creams, hier mein ganz großer Favorit ist ja Terre Perfection, ja, von Balea, also das Ding ist der Knaller, das ist auch das Einzige, was ich heute drauf habe. Habe ich ein Puder drauf? Nee. Oh, guck mal, schön. Bei mir hängt die Mascara unten an der Backe. Kleinen Moment, das fixen wir mal schnell. So. Bisschen Spray. Weiter geht's, Luzi. Was habe ich jetzt gesagt? Also genau, dass ich heute eben diese Terre Perfection drauf habe. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich einen Puder drauf habe. Aber ich bin mittlerweile einfach jemand, umso weniger, umso besser. So, und deswegen BB-Creams, CC-Creams, was habe ich denn hier noch? Diese von Garnier, ja, dieses Teil. Und das, deswegen hat mir diese getönte Tagescreme von M. Assam so gut gefallen. Ich habe sehr, sehr wenige Unreinheiten zum guten Glück. Ich habe hier und da habe ich mal eine Rötung, ja. Gewisse Zeit im Monat hat man auch mal ein Pickelchen, das gehört einfach dazu. Aber ich mag einfach, wenn die Haut noch durchscheint. Und die getönte Tagescreme, die hat das Ganze so ein bisschen ausgeebnet und hat es feiner aussehen lassen, war aber ganz, ganz leicht auf der Haut. Bei 40 Grad schwitzt man, ja, egal ob das jetzt sowas ist oder ein Make-up oder auch gar nichts, man schwitzt einfach. Aber die ist nicht davon gerutscht und ich war abends mit meinem Hautbild, so wie das ausgesehen hat, nach dem Arbeiten und nach Kind fertig machen und essen und ne, war ich immer noch sehr, sehr zufrieden damit. Man hat sehr, sehr wenig gebraucht. Ich habe mir die auch oft irgendwie gemischt, ja, mit der BB-Cream von Garnier oder eben auch mit der Terre Perfection. Das war 50 Milliliter. Ich weiß es auch gar nicht, ob das in verschiedenen Farben kommt, ja, hell, mittel, dunkel. Also es war schon relativ dunkel bei mir. Na, da kommt nichts mehr. Kam mit einem Pumpkopf, was ich sehr, sehr gut finde. Aber durch das, dass ich ja im Sommer sehr, sehr dunkel war, hat es bei mir einfach perfekt gepasst. Ich komme hier in Amerika, komme ich an M. Assam, glaube ich, nicht dran. Ich werde mal schauen. Ich höre immer mehr von den M. Assam Produkten. Ob das die Gesichtspflege ist, ob das hier solche Sachen sind. Sollte ich hier rankommen, werde ich, glaube ich, mal den ein oder anderen Dollar werde ich mal, wie nennt man das, investieren, ja, und werde mir die Produkte mal genauer anschauen, weil ich höre, wie gesagt, immer mehr von M. Assam und auch ich von diesem Produkt war wirklich angetan. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Also ganz, ganz tolles Produkt für alle die jetzt nichts super Deckendes brauchen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man so eine
Tagescreme auch irgendwie unters Make-up. Ja, es gibt ja manche, die schichten das so und verwenden mehrere verschiedene Produkte. Jeder so, wie er möchte und so, wie das für euch funktioniert. Aber die Tagescreme, getönte Tagescreme ist wirklich klasse. Also ich war sehr, sehr, sehr überrascht. So, dann von Bath & Body Works ein Duschgel, was mein Mann angefangen hat, was ich jetzt dann fertig gemacht habe. Aus der Aromatherapy-Reihe Sleep Black Chamomile. Ein fantastisch schöner, beruhigender Kamilleduft. Also ich liebe, liebe diesen Duft. Das war jetzt übrigens nicht die Pulle, die mir hier den Pilz gebracht hat. Ne? Das war was anderes aus der Aromatherapy-Reihe. Und ich habe dieses Duschgel dann für Arme und Beine verwendet. Also bin da wirklich von gewissen Körperregionen weggeblieben. Ich habe da mittlerweile eine ganz große Panik. Also das ist nichts, was man sich auf seine To-Do-Liste schreiben muss, bevor man sich die Kartoffeln von unten anschaut. Ja, so ein Cookie-Pilz, das ist nichts Angenehmes. Und da habe ich jetzt echt Paranoia. Und deswegen habe ich das nur Arme und Beine verwendet. Also nicht im Gesicht und andere Regionen. Aber der Duft ist so schön und so beruhigend. Mein Mann hat noch das Körperpeeling, dann hat er mehrere Bodylotions aus der Reihe. Dann hat er, glaube ich, auch noch ein Massageöl. Also von dieser Sleep-Reihe hat er sich damals einiges, wenn nicht sogar alles, gekauft. Ich meine sogar, dass wir das Kissenspray zu Hause haben. Ja. So schön. So schön. Ich war jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr bei Bath & Body Works. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wenn ja, er würde sich mit Sicherheit weitere Produkte aus der Reihe holen. Aber der hat so viel hier, also. Und das war, wie gesagt, noch in der Dusche gestanden, wie er gegangen ist. Wollte ich jetzt also nicht zurück in den Schrank, bis er in einem Jahr kommt. Habe ich also gedacht, komm, brauchst du auf. So, haben wir gemacht. Dann, was haben wir hier? Oh, Body Lotions. Einmal von Balea Softöl Balsam samt weiche Intensivpflege, hautverwöhnend mit 40% Ölanteil, sehr trockene Haut. Ja, das ist dieses Teil. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ja, das glaube ich auch, Fräulein. Geh du mal wieder schlafen. Willst du hier, Blumskuh? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Mit dir redet doch gar keiner. Also, hier haben wir einmal Softöl Balsam und dann meine über alles geliebte Balea Cremeöl Bodylotion, die ich aufgeschnitten und ausgesaugt habe, ja, dass da auch nichts übrig ist. Gott, was liebe ich diesen nussigen, cremigen Duft von dieser Bodylotion. Also, das ist mit einer der besten Bodylotions, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und ich habe einiges hier. Ja, auch noch von Bath & Body Works. Wobei Bath & Body Works ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Finde ich auch klasse. Rituals, vorhin schon erwähnt. Aber die sind halt preislich auch ein ganz anderes Level. Balea Öllotion. Cremeöl Bodylotion. Was kostet die denn bei euch? Unter 2 Dollar? Um die 2, ja, Dollar schon mal gar nicht. Um die 2 Euro, so irgendwas, kommt mit 200 Millilitern. Und das ist eine Bodylotion, also die ist Weltklasse. Ganz, ganz großes Kino. Die pflegt eure Haut, die macht die Haut so babyweich, hinterlässt einen wunderschönen Glanz auf der Haut. Ja, also die Haut sieht gesund aus. Im Sommer, wenn ihr rausgeht, ihr habt kurze Kleider an, T-Shirts, Röckchen, wie auch immer. Die Haut, die glänzt so. Es sieht so fast so aus, als ob ihr einen Bronzer, ja, so einen Glitzerbronzer auf der Haut habt. Es reflektiert, es sieht einfach wunderschön aus. Und im Winter natürlich durch diesen 40%igen Ölanteil. Gerade im Winter bin ich jemand, ich habe sehr trockene Haut. Und da pflegt die einfach. Ja, also im Sommer ist es nicht überpflegt, im Winter ist es auch, die Creme ist der Knaller. Zum guten Glück habe ich meine jetzt noch 3 oder 4 Backups hier, dank meiner lieben Mama.
Brauche ich jetzt auch erstmal nicht, aber ist etwas, möchte ich nicht mehr drauf verzichten. Ganz, ganz großes Kino. Der Duft, fantastisch. Das ist das Einzige, was mir hier an dieser Creme nicht ganz so gut gefällt. Von der Konsistenz her, von der Pflege her, sind die sich sehr, sehr ähnlich. Die riecht nur ein bisschen anders. Ja, die... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also... leicht muffig. Leicht. So ein bisschen wie... Keller. Ja? Also... von der Pflege, von der Konsistenz sind die wirklich wahrscheinlich 1:1. Aber hier kommt dann halt einfach noch der Duft mit dazu. Ne? So. War okay, hat mich gepflegt, hat die Haut schön geschmeidig gemacht, hat die Haut schön aussehen lassen. Der Duft war jetzt halt nicht so. So. Dann, ach guckt mal hier, nochmal ein Fixierspray von Wet n Wild. Das ist aber die Rose. Ja, also wir haben einmal Kokosnuss und einmal Rose. Die sind sich aber beide gleich. Nur vom Duft her sind die anders. Wenn ihr jetzt Rose nicht so mögt, wobei ich finde, das ist jetzt kein aufdringlicher Duft. Und mir kommt es einfach auf das Ergebnis an. Und wie gesagt, es erfrischt mich. Es lässt mein Make-up länger schön aussehen. Also wenn es das nicht gibt, würde ich mir das kaufen. Und eben andersrum, ne? Vice versa. Also Rose haben wir auch einmal. Was haben wir hier denn noch alles? Da haben wir noch ein Deckelchen, natürlich. Dann meine geliebte, da hängt auch was dran. Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. Brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Seit Jahren ein ganz, ganz großer Favorit. Ja, hier mit diesem schmalen Tannenbürstchen. Diese Mascara macht bei mir alles, was ich möchte. Länge, Volumen, ein super schönes, dunkles Schwarz. Also nicht so mit diesem Grauschleier. Da bröckelt bei mir nichts. Meine Wimpern sehen abends noch genauso aus wie morgens, wenn ich mir die draufgebollert habe. Und ich muss da auch nicht lange rummachen. Also heute habe ich, ich glaube, eine Schicht. Mit einer Schicht. Einfach nur, dass so ein bisschen Ausdruck in den Augen da ist. Aber normalerweise mache ich so 2-3 Schichten. Ich bekomme diesen schönen Fächereffekt, den ich möchte. Lässt sich gut abschminken mit dem Balea Augen-Make-up-Entferner. Das ist die Bomben-Mascara überhaupt und ich meine noch 2 Backups hier zu haben. Ja, also ich habe 2 hier in Gebrauch, eine ältere, eine neue. Und dann gehe ich mit der neuen, mit der älteren gehe ich zuerst die erste Schicht und dann mit der neuen die zweite und die dritte Schicht. Ja, und so bekomme ich dann einfach das Ergebnis, was ich gerne möchte. Aber das ist eine Mascara, die ich euch von ganzem Herzen, Seele, von allem empfehlen kann. Bei mir funktioniert diese Mascara so, so, so gut. Und was Essence da rausgehauen hat für diesen Preis, finde ich fantastisch. False Lash Princess Mascara in grün. Dann habe ich einen Nagellack aufgebraucht und zwar von Catrice aus dieser Crushed Crystals Reihe. Das Ding ist mit Sicherheit schon 8 Jahre alt. Das war die Farbe 06 Call Me Princess. Das war dieses wunderschöne Pink Rose Gold. Habe ich im Sommer sehr, sehr gerne getragen, wie ich richtig dunkel war, ja, also auf den Füßen und auf den Fingernägeln. Dann wollte Lauren ihn auf den Fingernägeln haben. Und dann haben wir ihn leer gemacht. Ich habe noch einen hier, der ist aber auch nur noch zur Hälfte voll. Ja. Kam mit einem relativ breiten Bürstchen, hat man somit also auch sehr, sehr gut auftragen können. Und es ist ein wunderschöner Nagellack. Ja, also die Farbe hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das Einzige, was mich hier stört, ist das Ablackieren. Ja, also das ist eine Bitch hoch 10, weil das so ein strukturierter Lack ist. Also das ist jetzt nichts Glattes. Man merkt so richtig diese Körnchen auf eurem Fingernagel. Hab dann also immer noch mal einen Topcoat drüber gemacht, weil ich einfach dieses Glatte möchte.
Also das ist schon eine Sau, ne, was das Ablackieren abgeht. Aber die Farbe macht alles wett und würde es den im... Wobei, ich weiß es gar nicht, gibt es den noch im Sortiment? Würde ich mir nochmal nachkaufen. Ja, das ist ein wunderschöner Sommerlack. Große, große Liebe. So. Dann habe ich ein Produkt aufgebraucht. Auch das brauche ich nicht nochmal. Hat mir Mama damals zugeschickt, weil ich das unbedingt ausprobieren wollte. Und zwar von Balea, das Micellenreinigungswasser. Wirksame Reinigung für Gesicht, Augen und Lippen mit Hamamelis, Wasser, Mischhaut und sensible Haut. Diese Scheiße hat bei mir so gebrannt, ja, dass ich mir mein Gesicht neu gewaschen habe. Und also das ist ein Wasser, das macht ihr euch auf ein Wattepad oder so, ja. Und nach der Reinigung geht ihr da entweder drüber oder ihr verwendet es, um euer Make-up zu entfernen. Also Make-up hat es bei mir null entfernt. Die Foundation oder ja, Puder und BB-Cream eventuell. Aber alles, was ich an Augenprodukt hatte, wie Eyeliner, Eyeshadows, Mascara, hat es nicht einmal ansatzweise sauber gemacht. Und dann hat dieses Zeug bei mir so dermaßen gebrannt, dass ich gesagt habe, nein, verwende ich nicht mehr und habe ich dann als Pinselreiniger verwendet. Ja, dafür hat es wunderbar funktioniert. 400 Milliliter kostet wahrscheinlich so um die 3 Euro bei euch. Ohne Parfum, ja, wunderbar. Also was sie da reingebollert haben, das bei mir so gebrannt hat, das weiß ich nicht. Brauche ich aber nicht nochmal. Ganz, ganz schrecklich. So, dann, ich habe ein Video gemacht. Das war ein Talk You Ready. Da habe ich mir blauen Lidschatten aufgetragen. Und das war das erste Mal, dass ich Lidschatten aufgetragen habe, nach sehr, sehr langer Zeit. Ja, aus irgendeinem Grund hatte ich an dem Tag die grandiose Idee, mir Eyeshadow aufzutragen, weil ich habe mich ja mit euch fertig gemacht. Und wie ich diesen Eyeshadow aufgetragen habe, habe ich gedacht, Alter, was ist da denn los? Das hat vor ein paar Jahren aber auch noch schöner ausgesehen. Also meine Lider, die waren so wrinkly, ja, so faltig. Das war nicht schön. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, nach dem Video, das ist ja keine Situation hier, ja. Wir müssen uns mal wieder so ein bisschen um die Augenpartie kümmern, bisschen mehr Wasser trinken und ein bisschen mehr Pflege. Und bin also back zu meinen, back to roots, ja. Wer schon sehr lange dabei ist, der weiß, dass ich vor einigen Jahren die Augenmasken, oh, da habe ich übrigens noch eine von Shebens, die ist im Bad. Die habe ich heute Morgen aufgebraucht. Also die und von Shebens. Das sind Augenmasken, die ich nicht als Augenmasken verwende, sondern wirklich als Augencreme. So, ich schneide mir da also dann immer, ne, das Eckchen ab und hol mir dann ein bisschen raus, mache mir das auf meine Ringfinger und tupft es dann hier unter die Augen ein und natürlich ganz wichtig auf dem Lid. Und seitdem ich das mache, jetzt seit ungefähr 2-3 Monaten, habe ich wieder das Gefühl, dass die Falten, ja, die ich hier hatte und ganz besonders hier, dass die wieder, die sind nicht weg. Also ich werde ja nicht jünger, ne? Ich brauche euch ja auch nicht anscheißen hier. Aber sie sind nicht mehr so schlimm wie vor, sagen wir mal, 2 Monaten, 10 Wochen, weil das jetzt etwas ist, das mache ich täglich. Also morgens und abends. Ich verwende das als Augencreme, nicht als Augenmaske, sodass ihr euch das dick aufgebt und nehmt euch das ab. Nein, ich gebe mir das unter die Augen, lasse das Ganze dann ein bisschen einwirken, gehe dann mit meinem Serum über mein Gesicht und dann mit meiner Pflege oder mit meiner, was auch immer ich mir an dem Tag draufboller. Aber Rivalde Loop Augenmaske und Shebens Augenlippenmaske, das ist meine Augencreme. Und darauf schwöre ich. Ich habe so viele hier, die waren bei mir aber unterm Waschbecken im Badezimmer, dass ich die komplett aus den Augen verloren habe, weil man ja so viel Scheiß zu Hause hat. Ne? So. Und jetzt ist es aber wieder ein, ja, Must-have für mich geworden. Habe ich vor 5 Jahren schon drauf geschworen. Ich schwöre weiterhin darauf. Finde ich super. Probiert es mal für euch aus. Und vielleicht seht ihr auch einen Unterschied. Also ich bei mir auf jeden Fall. Gerade hier in dem Bereich und da.
Ja? Also der Bereich hier, der stört mich gar nicht mal so, muss ich sagen. Aber hier, das hat halt schon richtig kacke ausgesehen, ne? Da musste ich ja blenden. Oh, Leute, ich sag's euch, ist alles nicht mehr so, wie es mal war. So, dann ein Maybelline Dream Sun Bronzer habe ich aufgebraucht. In der Farbe 01 Light Bronze. Wartet, ich mach das hier erst einmal so. All. Ein ganz, ganz tolles Puder. Dank meiner lieben Mama habe ich auch ein Backup. Ja, einmal in der 01 Light Bronze. Genau. Und dann habe ich auch einmal die dunklere Variante, die ich dann im Sommer sehr gerne verwendet habe, wie ich sehr, sehr dunkel war. Und das ist ein Produkt, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Und dieses Puder erinnert mich sehr, sehr stark an den Butter Bronzer von, was bist du? Ja, weiß auch keine Sau. Ja, aber ihr wisst schon, ne? Den Butter Bronzer. Weil das ist ein ganz, ganz samtiges Puder, was euch einen Glow ins Gesicht zaubert. Aber jetzt nicht so Disco-Kugelmäßig, sondern wirklich wie von der Sonne geküsst. Ein wunderschöner Glow. Würde ich mir wieder nachkaufen, ja. Aber wie gesagt, ich habe ja noch ein Backup hier und dann auch noch die dunklere Farbe. Und dann der Butter Bronzer. Von wem ist der denn, Menschenskinder? Physicians Formula. Ja, also kleiner hätte man es nicht mehr schreiben können. Wenn man es kleiner geschrieben hätte, dann hätte man es auch ganz weglassen können. Also, Physicians Formula, Butter Bronzer, ist für mich wie Manhattan der Sun Bronzer. Ja, habe ich aufgebraucht, finde ich spitze. So, dann geht es weiter. Oh, nee, wir sind nicht durch. Das war jetzt nur der Mülleimer. Ich habe noch ein bisschen was nebendran liegen. So, eine Fußcreme habe ich aufgebraucht. Natural Love Aromatherapy Foot Cream Lavender and Coconut Oil. Das war der größte Schrott. Also das hat gar nichts getan. Hat gut gerochen, ja. Ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich die gekauft habe. Ich weiß nicht wann. Die war echt teuer. Die war wirklich teuer. Und ich bin ja meine Balea Fußcreme gewohnt. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber das hier, das hat gar nichts getan. Da hättet ihr euch auch die Füße irgendwie mit Olivenöl oder was einreiben können. Da hättet ihr mehr von gehabt wie von dem Schrott. Und das, kostet normalerweise, ich glaube, $7, wenn ich das noch richtig lesen kann. Und habe ich mal bei TJ Maxx gekauft. So, ist jetzt aufgebraucht, brauche ich nicht nochmal. Sorry. So, ein Parfum ist leer gegangen. Mein geliebtes Spirit Violet Kiss. Oh mein Gott. Was habe ich diesen Duft geliebt. Ein 3-4 Euro Parfum, was es bei Rossmann und Müller und was weiß ich nicht alles gab. Leute, was wurde ich auf diesen Duft angesprochen. So ein sexy, leicht süßer, dunkler, sportlicher Duft. Oh mein Gott. Und die Arschköpfe haben es aus dem Sortiment genommen. Also, manchmal verstehe ich gewisse Entscheidungen nicht. Also das ist zumindest meine Info, ja, weil viele von euch sind damals los und wollten sich diesen Duft kaufen. Und ihr habt mir dann alle geschrieben, Moni, geht aus dem Sortiment. Ja, und dann hat sogar meine Mama geschaut und auch Mama hat mir dann gesagt, nee, Kind, gibt's nicht mehr. Würde ich mir in einem 5-Liter-Eimer besorgen. Ich liebe diesen Duft. Ich bin von Kunden auf der Arbeit drauf angesprochen worden, von meinen Coworkers. Mein Mann hat diesen Duft an mir geliebt. Ich habe diesen Duft an mir geliebt. Es ist ein fantastischer Alltagsduft, aber auch, ja, abends, wenn ihr auf die Rappel geht. Er ist sexy, er ist
Oh, Spirit of Violent Kiss, also... Ich verstehe es nicht. Manche Entscheidungen verstehe ich nicht. So, dann haben wir hier auch noch so ein bisschen Schnapulier-mäßig. Also ein Produkt wollte ich euch mal zeigen. Kennt ihr mit Sicherheit alle. Aber große Obsession. Hanuta Riegel. Oh, oh Gott. Also, Schatzi liebt diese Teile. Ich wollte die ihm zuschicken, aber bei ihm ist es ja so heiß, dass man ihm, was so Schnabuliersachen angeht, nichts zuschicken kann. Ich habe ihm Gummibärchen geschickt. Die sind dort angekommen. Fragt mich jetzt bitte nicht, wo er ist. Das darf ich euch nicht sagen, das wisst ihr. Aber es war dort so heiß, dass die Gummibären ein Gummibär war. Ja? Also das war alles ein Klumpen. Brauche ich mit Schokolade also gar nicht um die Ecke kommen. Solltet ihr diese Hanuta-Riegel nicht kennen, stoppt das Video, ja? Lasst alles fallen. Die Kinder, they can take care of themselves. Die sind okay. Rennt in den Laden und holt euch diese Milch- und Nussriegel. Und macht euch dann einen lecker Kaffee. Und habt einen Mundorgasmus vom Allerfeinsten. Gott, wie geil sind diese Dinger. Und zum guten Glück mag Klein Mäuschen die nicht. Also das war ganz allein meine Packung. Ganz alleine, da sind 5 Stück drin. Und ja. Mama, ich brauche Hanuta-Riegel. Ist eine geile Scheiße. Ich habe auch 2 gegessen. Nach dem zweiten war es mir ein bisschen schlecht, ne? Aber es hat sich gelohnt. Es war geil. So, dann habe ich von Swave ein Shampoo aufgebraucht. Ich habe auch den Conditioner aufgebraucht. Oder war der schon im letzten Video? Ich weiß es gar nicht. Das ist auf jeden Fall die For Frizzy and Unmanageable. No. For Frizzy and Unmanageable. Jetzt haben wir es. Unmanageable. Frizzy and Unmanageable Hair. So. Tolles, tolles Shampoo. Ich liebe die Shampoos und Conditioner von Swave. Ganz, ganz toller Duft. Oh, geil. Keratin Infusion. Ja. 443 Milliliter. Ist also auch wieder so eine Riesenpulle. Gibt es nicht den kleinen. Kommt alles in dieser Größe. Es gibt ein Shampoo und ein Conditioner von dieser Reihe, die mir bis jetzt überhaupt nicht gefallen. Die habe ich jetzt auch noch in der Dusche. Die sollten jetzt aber die nächsten 2-3 Male auch leer gehen. Und dann bin ich da auch echt froh. Habe schon wieder ein neues Shampoo und Conditioner von Swave. Auch wieder eine neue Reihe. Weil ich da mal so die komplette Reihe durchprobieren möchte. Es gibt nämlich verschiedene Klassen von Swave. Ja? Also ganz billig und dann Salon-Proof und was weiß ich nicht alles. Aber das hier, die Keratin Infusion Reihe, die fand ich echt gut. Hat meine Haare super glänzend gemacht, hat die Haare schön sauber gemacht. Muss hier dazu sagen, also wenn ich nur das Shampoo verwendet habe, dann waren meine Haare sehr, sehr frizzy. Ja, also ich hatte echt Probleme, die durchzukämmen. In Kombination mit dem Conditioner, meine Haare, die waren babyweich, die waren super glänzend, haben sich ganz toll stylen lassen, also hatten richtig Struktur. Swave, großes, großes Kino, was die für wenig Geld hinbekommen und ist ja mittlerweile auch tierversuchsfrei. Ja, also finde ich spitze. So, dann haben wir hier jetzt noch ein Produkt, das braucht keine Sau. Das habe ich auch extra nicht sauber gemacht, weil da könnt ihr dann nämlich sehen, warum man das nicht braucht. Sensi. Ihr wisst es, ich bin Sensi-Beraterin. Es gibt Produkte, die liebe ich von Sensi. Und dann gibt es Produkte, wo ich euch ganz ehrlich sage, das braucht keine Sau. Also nicht zu dem Preis. Und das sind wir hier bei der Dish Soap. Spülmittel. In der Geruchsrichtung Fiesta Lime. Riecht wie Toilettenreiniger, also billiger geht gar nicht mehr, widerlich, absolut widerlich, kostet $10 das Ding, 473 Milliliter und das ist ein Cap, ja, das kommt normalerweise gar nicht mit der Dish Soap, aber der Cap, das Cap,
das Ding, was da normalerweise drauf ist, war noch beschissener wie das, was ich drauf gemacht habe. Und dieses Zeug sifft ohne Ende. Ja, und das ist ja was, das kann ich nicht haben. Also ich weiß, manche Leute denken, das ist ein Mülleimer, wieso muss der Mülleimer sauber sein, da kommt doch Müll rein. Ist ein Spülmittel, damit macht man das Geschirr sauber, wieso muss der... Ich mag einfach nicht, wenn ich etwas anfasse und es pappt und klebt und da krieg ich euch... Versteht ihr? So. Diese Scheiße kostet $10. $10 für ein Spülmittel, ja? Was nichts anderes macht wie ein Spülmittel, was ich von Walmart bekomme, was nicht so sifft, was nicht nach Toilettenreiniger stinkt, was besser schäumt, und das Ding kostet $1,50. Also für alle die gerade an dem Punkt sind, ja, was braucht man von Sensi? Die Scheiße braucht keine Sau. Da ist auch noch mit Sicherheit so viel drin, aber ich habe weder Bock auf die Siff-Scheiße hier, noch habe ich Bock auf diesen Duft. Ja, braucht man nicht. Sensi Dish Soap ist ein Joke. Und dann gibt es ja Berater, die erzählen euch, ja, wenn ihr das Wäscheset zu Hause habt, ja, mit dem Waschmittel und dem Weichspüler und ihr habt es aufgebraucht, dann schmeißt nicht den Pumper weg, sondern macht euch den Pumper hier rein, dann ist es viel sauberer. Hell fucking no! Wenn ich $10 für ein verschissenes Geschirrspülmittel verwende, dann erwarte ich ein Cap da oben, was funktioniert, was nicht sifft und was mir nicht abkracht. Da will ich mir nicht ein Wäscheset kaufen, was $50 kostet und warte dann, bis ich das Wäscheset aufgebraucht habe, dass ich mein verkacktes Spülmittel verwenden kann, weil da ein Pumpspender dabei ist. Da sollte... Versteht da meine Aggression? Da merke ich richtig, wie ich Puls kriege. $10 für so eine Kacke. So, ist auch ein Produkt, wenn ich hier Partys habe oder so, ja? Oder wenn ich neue Kunden habe und die fragen, ja, was soll ich denn unbedingt mal ausprobieren? Das nett. So. Was haben wir denn da noch Schönes? Sensi Bathroom Cleaner. Ja, der Badereiniger auf der anderen Seite ist der Burner. Ich liebe die Düfte, die es davon gibt. Hier haben wir Aloe Water Cucumber. Ja, also ein super frischer, sauberer Duft, der perfekt ins Badezimmer passt. Und Schaumkopf, ja. Also der Schaum, der bleibt auch richtig da, wo ihr ihn hinsprüht. Und mit einem... Meister Propper Magic Eraser kriegt ihr damit alles sauber. Seifenreste, Wasserflecken, ja, ich habe euch ja vorhin den von Method, habe ich euch ja gezeigt und gesagt, dass der die Wasserflecken nicht wegbekommt. Der Badezimmerreiniger von Sensi ist der Knaller. Kostet $8, ist nicht günstig. Was ist bei Sensi schon günstig? Ja, sind wir mal ehrlich. Aber... das ist ein Produkt, wo ich dahinter stehe, wo ich sage, ja, man braucht nicht viel mit hier Magic Eraser, ja, wie gesagt, ihr sprüht euch das auf, Magic Eraser, zack, alles sauber, alles streifenfrei, ist natürlich auch nichts für eure Spiegel oder für Produkte, die ihr streifenfrei möchtet, aber alles, was ihr seifenfrei, fleckenfrei, so in diese Richtung, ist das ein Bombenprodukt. Bathroom Cleaner. Habe ich auch, ich glaube, 6 Stück hier oder so. In allen Geruchsrichtungen. Am allerliebsten mag ich Squeeze the Day. Das ist so ein schöner, süßer, zitrischer Duft. Und Johnny Appleseed. Der riecht nach Apfel. Ich liebe Apfeldüfte in Cleaning. Ja, ganz toll. So, und dann das... Nee, das war's. Da ist nämlich noch was drin. Das nehme ich fürs nächste Video. Das lasse ich auch hier. Das kommt hier rein. So, jetzt muss ich mal gucken. Dann habe ich
Das nehme ich jetzt mit rein, weil das wird in den nächsten Tagen mit Sicherheit leer gehen. Und zwar von Catrice Pure Shimmer Highlighter. Ja, der ist für mich jetzt leer. Also da komme ich jetzt auch wirklich nicht mehr gut in die Ecken rein. Ja, hier mit meinem, wo ist er denn, mein Pinsel? Ich verwende immer den Pinsel, ja, für die Knödelbacken hier. Das war Limited Edition Nude Purism Pure Shimmer Highlighter. Das war ein wunderschöner Aprikot-Leicht-Rose-Gold-Highlighter. Fand ich fantastisch. Ich habe mit Sicherheit irgendwas in meiner Sammlung, was in diese Richtung geht. Bin ein bisschen traurig, ja, weil ich den wirklich sehr, sehr gerne getragen habe. Aber, Leute, ist okay. Also irgendwas finde ich. Muss ich mal gucken, da in meiner Kiste. Aber das ist jetzt für mich ein Ding, ja, das ist leer. Ja, da geht nicht mehr viel. Da muss ich ständig mit dem Pinsel rein und nee. Also das werde ich jetzt noch 2-3 Mal verwenden. Dann werde ich den wegschmeißen. Und ansonsten war's das. Eine Stunde und 20 Minuten, ja, nee, ist klar. Jetzt muss ich das ja auch alles rüberziehen und muss mir dann meine eigene Kacke, muss ich mir ja dann anhören. Eine Stunde und 20 Minuten. Und werde dann versuchen, das Ganze für euch heute noch hochzuladen, wenn ich es hinbekomme. Jetzt muss ich erstmal meine Wäsche fertig machen, dann werde ich meinen Müll rausbringen. Bin jetzt aber froh, dass das hier alles weg ist, ja, so dass ich wieder ein bisschen Platz im Schrank habe. Ich sag ja, das nimmt hier Ausmaße an, das darf man gar keinem erzählen. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, das ein oder andere Interessante war für euch dabei. Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ich schicke euch einen dicken Knutscher aus der Ferne. Freue mich von euch in den Kommentaren zu lesen und wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!